Hallo Herr Otto, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie haben ja ein neues Buch geschrieben, Die Krise hält sich nicht an die Regeln, welches am 1. Februar in den Einzelhandel kommt. Worum geht es eigentlich in diesem Buch? Ja, ich habe ja vor einem Jahr Weltsystemcrash geschrieben. Das war ein Bestseller, obwohl es totgeschwiegen wurde von den Medien. Hat es ja das bestverkaufte Buch des Verlages. Und jetzt in die Krise hält sich das an Regeln. Habe ich es im Prinzip den Corona-Crash integriert, denn der ist ja jetzt neu. Also wir haben eine völlig neue Situation seit Januar, Februar letzten Jahres. Mittlerweile schon ein Jahr. Man glaubt es kaum. Also mit Corona ist natürlich steht die Welt Kopf. Das habe ich in Weltsystemcrash vorhergesagt, dass die Welt Kopf stehen wird, dass es durchdrehen wird, dass die Leute ihre Orientierung verlieren werden, dass es Repressionen geben wird, dass es Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Das steht alles da drin. Nur ich habe leider nicht gesehen, dass das Ganze durch ein Virus ausgelöst wird. Das ärgert mich, weil man es hätte sehen können. Aber das habe ich jetzt nachgeholt. Die Krise hält sich nicht an Regeln und ich gehe auch in die tieferen Fragen hinein, was im Moment mit unserem System insgesamt passiert. Genau, und warum haben aus Ihrer Sicht die Ökonomen versagt? Ja, sie versuchen jetzt gerade, das Ganze wieder schön zu reden, aber wir sind natürlich völlig raus aus der klassischen Ökonomie, wo Angebot und Nachfrage den Markt regeln, wo es Rechtssicherheit gibt, also zum Beispiel, dass Geld eine rechtssichere, anonyme Währung ist, wo ich jederzeit mit Bargeld, auch anonym bezahlen kann oder wo ich auf dem Konto eben billig überweisen kann. Mittlerweile erheben die Banken hohe Gebühren, das heißt, man versucht, das Bargeld zu verdrängen. Das hat natürlich tiefere Gründe. Wir haben einen riesen Schuldenstand. Der ist natürlich seit Covid-19 nochmal extrem gestiegen. Das kann nie und nimmer zurückgezahlt werden. Das sagen viele von uns schon seit 10 Jahren. Bis jetzt geht es immer noch weiter, aber es geht eben nur deswegen weiter, weil wir den Markt ausschalten, weil wir in eine Planwirtschaft der Konzerne kommen, in eine Planwirtschaft der Tech-Giganten. Das wird auch angedeutet im Buch Covid-19, der große Umbruch von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, der also uns diese neue Weltordnung, die es ja ist, schmackhaft machen will. Aber für mich als Ökonom, als Marktwirtschaftler sträuben sich natürlich die Nackenhaare. Wir schalten in weiten Bereichen den Marktmechanismus aus. Wir schaffen Aktienblasen. Der Markt spielt schon wieder ziemlich verrückt, zumindest in einigen Segmenten. Bitcoin geht durch die Decke. Airbnb war völlig überzeichnet, ist hochgeschossen, während reihenweise Mittelständler und Unternehmen der Realwirtschaft pleite gehen. Und das kann nicht gut sein. Genau, und was denken Sie, wer die Macht hätte, etwas zu verändern? So einfach ist das nicht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich durchaus ein gemischtes, aber nicht negatives, sondern in Summe durchaus positives Bild zu Donald Trump hatte. Der selbst als amerikanischer Präsident natürlich, er hat seine Probleme, er hat seine Schwächen, aber er war vom Volk gewählt und er hat in seinen 4 Jahren keinen Krieg angefangen, was alle Präsidenten vor ihm gemacht haben. Also hat wirklich was Neues probiert. Er hat gesagt, er wolle die endlosen Kriege beenden. Innenpolitisch hat er auch nicht so viel bewegt, aber er hat neue Hoffnung für viele zumindest gebracht, während er für andere die absolute Reizfigur war, hat polarisiert, aber daran war nicht nur er schuld, daran waren die Mainstream-Medien auch schuld, die mit einer völlig absurden Vorwürfen russischer Wahleinmischung und Wahlbetruges 2, 3 Jahre lang in Atem gehalten haben. Er hat dem widerstanden. Jetzt hat er nicht mehr der Sache widerstanden. Man darf jetzt nicht mehr über diese Wahl sprechen. YouTube löscht alle Videos, wenn man da die falschen Behauptungen macht. Also soweit ist es. Da sieht man auch, wo die Macht ist. Ich will damit nur sagen, selbst jemand wie Donald Trump hat nur eine sehr begrenzte Macht. Das ist man könnte sagen, fast eine Hydra mit vielen Köpfen. Wenn man einen abschlägt, kommt der nächste. Also es sind quasi oligarchische Strukturen, Hollywood, Wall Street, auch Silicon Valley als neues Machtzentrum. Das sind die wirklich großen Vermögen. Da sind Machtstrukturen, die auch quasi den Globalismus befördern, die den Trend zur Internetwirtschaft befördern, der ja auch mehr Überwachung bedeutet, mehr Kontrolle des Einzelnen durch diese Konzerne, Entmachtung der Staaten. Also es ist ein sehr unschöner Weg in eine private Totalüberwachung. Shoshana Zuboff von der Harvard University nennt das den Überwachungskapitalismus, hat auch ein Buch dazu geschrieben. Also wer hat die Macht, etwas zu verändern? Im Moment kein Einzelnes. Gibt immer mal wieder Hoffnungsschimmer. Für mich war das Donald Trump. Für mich ist es der Brexit. Aber im Moment bewegt sich das System noch mit
Brutalität in Richtung mehr Überwachung, mehr Zentralismus, mehr Wirtschaftslenkung und Menschen, die dagegen demonstrieren, werden diffamiert, wie bei den Corona-Demonstrationen. Die werden als Aluhutträger, Corona-Leugner hingestellt, die werden lächerlich gemacht. Das sind schon schlimme Entwicklungen. Ich könnte jetzt der Bürger sagen, okay, ich möchte mein Vermögen schützen und welche Anlagenstrategie könnte er wählen? So schwer ist das gar nicht. Ich schreibe gerade an meinem nächsten Buch, das heißt endlich mit Aktien Geld verdienen, kommt aber erst im Mai. Was die meisten mittlerweile kapiert haben, ist, dass das Bargeld vielleicht ganz nett ist, ein bisschen davon irgendwo zu verstecken, aber dass es das nicht bringt mit Nullzinsen und dass natürlich auf dem Konto auch keine Zinsen gibt, dass da auch Gefahren lauern. Entweder geht die Bank pleite und dann kann auch das Vermögen der Sparer angegriffen werden. Wenn es über die Einlagensicherung hinausgeht, vielleicht auch innerhalb der Einlagensicherung. Wir wissen nicht, wie solide die Systeme sind. Es gibt Inflation. Also ich muss leider raus. Lebensversicherungen zählen auch nicht mehr, zumindest nicht die klassischen. Ich muss raus aus der Geldforderung. Also hier hast du 10.000. In einem Jahr kriege ich 10.000 plus Zinsen zurück. Das galt traditionell als sicher. Ich muss in die Sachwerte, sage ich seit 10 Jahren, machen viele dennoch nicht. Und Sachwerte sind Immobilien, Edelmetalle, Aktien, auch Kunst und Oldtimer, aber das ist sehr speziell, das werden nur einige machen. Am besten sind Sachwerte, die Rendite bringen, also Immobilien und Aktien und Gold, Edelmetalle zur Absicherung. Nun sind Immobilien schon sehr teuer. Also wir hatten im Sommer 2020 den höchsten Preisanstieg bei Immobilien seit 5 Jahren. Und da fragt man sich, wie geht das zusammen? Denn einerseits haben wir massenhaft pleiten, wir haben Corona, die Wirtschaft ist massiv beeinträchtigt, andererseits steigen die Immobilien. Na, das hat damit zu tun, dass die Zinsen billig sind, dass Kredit vergeben wird billig, dass die Leute merken, ich muss raus aus dem Geld, ich muss in Sachwerte und das treibt natürlich die Preise der Sachwerte. Aber deswegen ist trotzdem das Konto keine Alternative, nur Immobilien sind jetzt sehr teuer. Also ich bleibe bei Aktien plus Beimischung in Edelmetall. Auch die Aktienmärkte haben oftmals neue Höchststände. Das schreckt viele ab. Aber so ist es ja nicht. Wenn wir heute die Höchststände von 2000 überschritten haben oder von 2007, dann haben wir schon wieder 12 Jahre mehr. 12 Jahre mal 2-3% Inflation sind 36% Wertverlust. Das heißt, die Indizes müssten allein aufgrund dessen 30, 40, 50% höher stehen als im Jahr 2007, um nur ihren realen Wert zu halten. Das vergessen die meisten ja auch. Also so teuer sind Aktien noch nicht. Und wenn man da noch die richtigen hat, dann ist das natürlich noch besser. Unser Max-Otto-Vermögensbildungsfonds hat gerade neue Höchststände erreicht. Der Max-Otto-Multiple auch. Und das freut uns natürlich, aber da bleiben wir dran. Also Aktien sind nicht mehr ein ganz blinder Kauf, aber im Grundsatz, wenn Sie blind Aktien kaufen, im Moment werden Sie besser damit fahren, als wenn Sie blind Immobilien kaufen. Woran schätzen Sie, liegt das, dass der Deutsche generell halt wenig in Aktien investieren tut? Auch darüber habe ich gerade heute Morgen geschrieben und ich habe einen guten Kollegen in München, der ist Chef einer Vermögensverwaltung, der sagt, die Leute sind völlig verbrannt, die konnte kannst mit Aktien nicht kommen. Also es ging halt im Jahr 2000, wir haben traditionell nicht in Aktien investieren müssen. Wir hatten ein funktionierendes Rentensystem, was die Amerikaner, die Engländer nicht hatten. Ich finde das zunächst mal großartig. Das hat Bismarck eingeführt und das hat funktioniert bis vor 10, 15 Jahren. Mittlerweile merken alle, dass das bröckelt. Dann kam Riester und all diese Produkte. Und im Jahr 2000 ging es halt los, gleich vom Sparbuch in die Neuemission. Da wurde gezockt auf Biegen und Brechen. Die Deutschen dachten, die werden extrem schnell reich mit Aktien. Dann kam dieser Aktienblues 2001 bis 2003, also 3 Jahre in Folge, negativ, das gibt's alle 100 Jahre nur 1, 2, 3 Mal, also so 3 Jahre negativ. Da hatten viele die Nase voll, dann ging's 2005, 2006 wieder nach oben, kam die Finanzkrise, dann kam 16 die China-Krise, dann kam Ende 18 die erste Mini-Korrektur, die aber sehr dramatisch war, dann kam jetzt der Corona-Crash, die Leute haben die Schnauze voll, wenn ich mal so sagen darf, so plakativ, und das ist falsch. Also man hat am Aktienmarkt in den letzten 20 Jahren seit der Technologieblase sehr gutes Geld verdienen können. Wir haben sehr gutes Geld verdient. Man kann immer noch sehr gutes Geld verdienen. Man muss sich mit dem Thema befassen. Genau. Und was schätzen Sie, wie geht es weiter nach Corona? Naja, noch geht es ja weiter mit Corona. Das ist ja das Traurige. Ich meine,
Ich gucke mir da immer dieses Rockefeller-Szenario an von 2010, vom Bericht der Rockefeller-Stiftung. Die haben das ja genau vorausgesagt. Die haben gesagt, ein Virus aus China legt die Welt lahm. Okay. Millionen von Toten. Dann bekämpft China das autoritär, der Westen nicht. Dann merkt der Westen, autoritär gehen besser. Unsere Politiker gewöhnen sich dran und werden immer autoritärer. Es gibt dann ein paar Protestmaßnahmen, aber letztlich haben wir eine autoritärere Politik. Und so sieht es ja leider aus. Also ich engagiere mich ja durchaus gegen diese Politik, was mir auch nicht nur Freunde macht, weil auch da die Bevölkerung gespalten ist. Ich versuche das rational zu machen mit Begründungen. Jetzt sagte mir ein Fondsmanager, naja, man dürfe ja die Zahlen von 2020 und 17, 18, 19 nicht vergleichen. Da würde man ja Corona runterrechnen. So, dann frage ich mir natürlich, was ist denn da los? Also wenn ich auf die Seiten des Statistischen Bundesamts schaue und sehe, es sind 2020 nicht mehr Menschen gestorben als 2019, 2018 oder 2017, da muss ich doch mal ein paar Fragen stellen, ob diese Maßnahmen angemessen sind, dass wir unsere Wirtschaft ruinieren. So, aber viele Menschen sind da so befangen mittlerweile durch das Bombardement der Medien. Deswegen freue ich mich auch, wenn junge YouTuber wie Sie da Fragen stellen, weil YouTube im Moment noch die einzige Möglichkeit ist, in die alternativen Medien dieses Bombardement zu durchbrechen. Und es ist tatsächlich so ein bisschen wie bei die Matrix, wo der Neo irgendwann aus der Matrix rausfällt und Sie haben heutzutage 70-80%, die voll in der Matrix drin sind. Meine Mutter ist so ein Fall. Die guckt natürlich ZDF und ARD und sie weiß, dass beide Söhne sehr skeptisch sind, was Corona angeht. Sie diskutiert auch mit uns, aber so ganz haben wir sie noch nicht aus der Matrix rausholen können. Aber immerhin diskutiert sie mit uns. Aber das ist ja schon eine Seltenheit in der heutigen Gesellschaft. Die Leute sind so aufgehetzt, so aufgerückt. Früher waren es nur Rechtsradikale und Antisemiten. Heute sind es Corona-Leugner, Aluhutträger, Populisten, Antisemiten, Rechtsradikale. Was weiß ich alles. Also man hat so viel Feindbilder aufgebaut, die Leute so voller Feindbilder gesteckt, dass sie sich mit den Fakten nicht mehr beschäftigen. Und das erschüttert mich. Aber deswegen sage ich bitte, Leute, schaut euch Aktien an in dieser Zeit. Auch da muss man bei den Richtigen sein. Wir haben leider durch diesen Generalangriff der Internetwirtschaft einen dauerhaften Druck auf Unternehmen der Realwirtschaft. Also ein Daimler wird es auch in 10 Jahren noch geben, auch BMW. Und bei der Deutschen Bank bin ich mir nicht ganz so sicher. Das könnte also auch, weiß man nicht. Also da die wackelt. Aber viele Unternehmen der Realwirtschaft wird es weitergeben. Aber Corona ist natürlich ein gigantisches Förderprogramm für Amazon und Co. Okay. Das heißt, da sollte man auch auf der richtigen Seite stehen. Und das ist dann natürlich schon die Kunst der Aktienauswahl. So, Sie sehen Amazon als Profiteur der Krise? Brutal. Also ich habe es mal ausgerechnet, Jeff Bezos ist im letzten Jahr, ja, ich frage Sie jetzt mal, wie viel reicher ist er geworden im letzten Jahr durch Corona? Also ich schätze, er hat sein Vermögen mindestens verzehnfacht. Nee, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber er ist 55 Milliarden Dollar reicher geworden. Okay. 55 Milliarden Dollar. Und das ist Corona zu verdanken. Amazon. Die Internetwirtschaft ist im ersten Halbjahr 2019 um 30% der Onlinehandel hochgeschossen. Der normale Handel in den USA nur knapp. Das heißt, alle anderen haben verloren und die Online-Unternehmen haben gewonnen. Und dieser Trend ist ungebrochen. Wir brauchen da neue Gesetze, wir brauchen gesetzliche Regelungen. Ich kenne einen Betreiber eines Kaufhauses in Bergisch Gladbach, der sagt auch, also die ganze Wertschöpfung fließt hier ab. Amazon zahlt in Deutschland keine Steuern, sie sind in Irland. Sie machen den Einzelhandel kaputt. Also faire und gleiche Bedingungen wären schön. Aber unsere Politik denkt gar nicht dran. Sie ist da tatsächlich stark in der Internetlobby befangen. Wie sehen Sie die Zukunft eigentlich der Lufthansa? Ja, wir haben da Staatshilfen. Also ich denke, es wird eine der Airlines sein, die überleben. Wir haben uns vor einem halben Jahr von der Aktie getrennt, weil okay. Wir merkten, diese Corona Maßnahmen, die hören nicht auf. Die Leute, also die Politik macht immer weiter, egal. Ich habe im Frühjahr 20 noch gedacht, naja, jetzt haben wir eine schöne Entschleunigung. Ich fahre viel Fahrrad in der Eifel, der Himmel ist blau, so viele Flüge gibt es auch nicht da oben, weniger Chemtrails. Nein, so weit sind wir nicht. Also an Chemtrails glaube ich nicht, aber der Himmel war zumindest frei von Kondensstreifen, was ja auch ein schöner Anblick ist. Ich glaube, das sind ganz normale Kondensstreifen, um das richtig zu stellen. Also
dieser Theorie sitze ich nicht auf. Aber ich habe gedacht, schöne Entschleunigung, wenn die Leute im Sommer merken, dass es kaum Tote gibt, hört das auf. Und dann merkte ich im Sommer, wie die Medien anfingen, eine angebliche zweite Welle herbeizuschreiben. Und das war natürlich, da habe ich gedacht, hört das denn gar nicht auf? Und tatsächlich hört es nicht auf. Zweiter Lockdown, dritter Lockdown. Völlig irre. Und das heißt, solche Unternehmen wie Lufthansa, die werden irgendwie schon überleben. Es muss ja weiter geflogen werden. Ich bin auch ein paar Mal geflogen letztes Jahr, aber die stehen erstmal dauerhaft unter Druck. Also da kann man mal drüber nachdenken, wenn sich Lockerungen abzeichnen in den jetzigen politischen Maßnahmen. Ja, Herr Otte, ich bedanke mich für das tolle Interview heute. Das Buch wird ja am 1. Februar 2021 im Handel erscheinen. Das heißt, Amazon hat halt überall. Ja, man muss es ja nicht unbedingt bei Amazon kaufen, wenn man auf unserer Webseite holt, max-otte.de/Krise, da gibt es dann noch ein kleines Goodie dazu, dann gibt es eine kleine Prämie. Also dann unterstützen Sie nicht unbedingt Amazon, können Sie auch bei uns machen. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.